Hallo und herzlich willkommen hier auf Mazes Clash Channel. Heute mit einem ganz neuen Spiel, das ist heute weltweit herausgekommen. Bis jetzt gab es es nur als Soft Release in ein paar Ländern, zum Beispiel in den nordischen europäischen Ländern oder Australien und Kanada. Aber jetzt gibt es es auch überall auf der Welt, auf iOS und auf Android. Das neue Spiel von Supercell namens Clash Royale. Und wir starten heute ein Let's Play zu Clash Royale. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich habe mir gedacht, ich spiele so bis Level 5. Und damit ihr jetzt einen allerersten Eindruck bekommt, spielen wir gleich mal zu Anfang das Tutorial durch. Der König sagt uns hier schon, willkommen bei Clash Royale. Herausforderer, lass uns zunächst ein paar Trainingskämpfe absolvieren. Ja, genau das werden wir machen. Wir sehen hier, das ist unser Kampffeld. Wir kämpfen hier gegen den Ausbilder Erhard und es heißt, man soll die gegnerischen Türme zerstören. Wir haben hier zwei Türme außen, die sehen nicht ganz so robust aus wie der große Turm, wo der König draufsteht. Und wenn man den besiegt, dann besiegt man den Gegner mit 3 Kronen. Und es geht praktisch darum, wer nach einer gewissen Zeit, wenn die abgelaufen ist, die meisten gegnerischen Türme zerstört hat. Wir haben hier unten 4 Karten gerade auf unserer Hand und diese Karten können wir per Drag and Drop oder per Klick drauf und Klick aufs Feld einfach setzen. Die Karten, die in unserem Deck sind, hier links unten steht nächste Karte, die wechseln dann praktisch immer, wenn wir eine Karte gespielt haben. Unten ist unser Elixierbalken, heißt der füllt sich immer auf und die Truppen bzw. unsere Karten kosten immer eine gewisse Anzahl an Elixier. Momentan haben wir hier einen Ritter auf der Hand, der kostet 3 Elixier, einen Bogenschützen, einen Bomber und ein paar Pfeile. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ihr seht, ich kann den Ritter hier so setzen. Den setzen wir jetzt gleich mal hier links außen auf die linke äußerste Lane und die Bogenschützen hinterher. Und wir schauen einfach mal, was der jetzt macht. Also der läuft jetzt da auf den gegnerischen Turm zu. Und schlägt da ein paar Mal drauf. Und unsere Bogenschützen werden jetzt von dem geschützt. Nicht schlecht, sagt der gegnerische König. Und hier haben wir zum Beispiel einen Riesen und da setzen wir einen Bomber hinterher. Oder kommen ein paar Kobolde, die wehren wir mit Pfeilen am besten ab. Ah, da kommen noch ein paar, da setzen wir noch ein paar Bogenschützen hinterher. Ja, was will denn der? Heieieiei. Jetzt nervt aber ein bisschen. So. Wenn wir die gegnerischen Türme hier zerstört haben, dann bekommen wir hier zusätzlichen Platz, wo wir unsere Truppen setzen können. Und da setzen wir jetzt einfach noch ein paar Truppen hin. Und schon haben wir den Gegner G3 gekront. Ja, das ist so das Äquivalent zu den Sternen in Clash of Clans. Ja, sehr gut, wir sind der Gewinner. Eine Holztruhe haben wir bekommen. Wunderbar, die können wir jetzt öffnen. Oho, öffnen 15 Sekunden. Also, wir haben hier unten Truhenplätze und immer wenn wir einen Kampf gewinnen und noch einer unserer Truhenplätze frei ist, dann bekommen wir eine Truhe und in dieser Truhe sind dann Gold oder Karten drin. Und die Truhen braucht immer ein bisschen, bis die aufgemacht wird. Normalerweise, das werdet ihr später sehen, wie lange die brauchen. Ja. Wir öffnen jetzt mal diese Holztruhe hier. Ah, wir haben 15 Gold drinnen. Ein Pfeil, sehr gut, wir können die Pfeile verbessern und wir können unsere Ritter verbessern. Jetzt gehen wir hier eins nach links. Hier sehen wir unsere ganzen Karten. Hier haben wir unseren Ritter, unseren Bogenschützen, den Bomber. Hier können wir immer auf die Info drauf gehen, wie viele Trefferpunkte der hat, wie viel Schaden pro Sekunde, was für eine Treffergeschwindigkeit etc. 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 Wir bekommen praktisch immer Karten und es braucht immer eine gewisse Anzahl an Karten, bis wir die Truppe verbessern können. Und wir können jetzt den Ritter hier verbessern, indem wir hier draufklicken. Das kostet uns immer etwas Gold und Gold bekommen wir auch aus den Truhen raus. Wir verbessern den jetzt doch gleich mal. Wunderbar, jetzt haben wir einen Ritter Level 2. 60 mehr Trefferpunkte, 6 mehr Schaden pro Sekunde und 7 mehr Schaden. Aha, ja. Und genau dasselbe können wir jetzt auch noch mit den Pfeilen machen, die verbessern wir auch noch. Die Pfeile sind eher dazu da, dass man gegnerische Truppen, die relativ wenig Lebenspunkte haben, wie ihr zum Beispiel jetzt schon in dem ersten Kampf gesehen habt, wie die kleinen Kobolde, dass man die eben abwehren kann. Hier sehen wir auch unsere durchschnittlichen Elixierkosten. Das ist später ganz wichtig, wenn man sich dann ein Deck baut aus den verschiedenen Karten, die es hier gibt. Und ihr seht, die Truppen kommen euch vielleicht bekannt vor aus Clash of Clans und sie sind natürlich auch größtenteils Clash of Clans entsprungen, aber es gibt auch die ein oder andere Truppe, die nicht aus Clash of Clans kommt. Zum Beispiel haben wir hier einen Prinz,
den wir aber noch nicht freigeschalten haben, oder zum Beispiel einen Mini-Packer. So, genug geredet, wir springen weiter. Wir haben noch 6 Tests vor uns. Er erklärt uns jetzt gerade, dass der Karteneinsatz Elixier kostet und unser Elixierbalken sich unten eben auffüllt. So, wir überlegen jetzt, wie greifen wir den Gegner am besten an. Ich würde sagen, wir nehmen immer einen Riesen vorneweg zum Tanken. Der kann nämlich relativ viel Schaden auf sich nehmen und setzen dann welche Truppen, die von fern angreifen, hinterher. Zum Beispiel unsere Bogenschützen und unseren Bomber. Der Bomber macht Flächenschaden und die gehen jetzt schon relativ ab. Ihr seht links unten unser eigener Turm. Der hat hier, der schießt selber. Und der hat hier den einen Kobold abgewehrt. Heißt, da musste ich nicht wirklich irgendwas setzen. Und wir haben jetzt schon ganz, ganz einfach wieder unsere 3 Kronen geholt. Und wieder eine Holztruhe gewonnen. Sehr gut. Dann öffnen wir doch die Holztruhe wieder mal. Warten hier, bis das Spiel geladen hat. Und dann spielen wir doch die restlichen Tests hier fertig. Die werden von Mal zu Mal werden sie ein bisschen schwieriger. So, und dann schauen wir, ob wir vielleicht was upgraden können oder vielleicht eine neue Truppe bekommen. Von Mal zu Mal werden die schwieriger natürlich, da man auch dann im späteren Spiel immer gegen stärkere Gegner natürlich kämpft. Das Ganze ist aber live-basiert, heißt, ich spiele später dann nicht gegen NPCs, sondern gegen andere Spieler, die eben auch gerade vor ihrem Gerät sitzen und gegen mich spielen. Ihr seht, wir sind hier im Ausbildungslager und da kann man folgende Karten hier freischalten. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt irgendwas Besonderes drin haben. Ah, Gold immer. Ah, Pfeile. Oh, Musketierin freigeschaltet. Wunderbar. Dann springen wir gleich mal hier rüber. Die ist gleich in unserem Deck drin gelandet. Wir schauen uns die gleich mal an. Die ist selten. Wir haben Truppeneinheiten, die gewöhnlich sind. Wir haben welche, die selten sind, wie zum Beispiel hier unsere Musketierin. Die hat eine größere Reichweite und schießt praktisch von weiter weg. Und dann gibt es noch Karten, die episch sind. Und vielleicht auch noch mehr, aber das werden wir später dann noch sehen. Super, wir springen jetzt gleich mal weiter. Nächster Test hier. Diesmal gegen den Ausbilder Mike. Und ihr seht schon, die Elixierleiste unten, die füllt sich immer langsamer. Das heißt, es wird immer schwieriger, damit man praktisch langsam hier an den richtigen Grad vom Spiel dann angepasst wird. Wir haben hier links ein paar Skelette, die besiegen wir mit unserem Bomber, weil der ja Flächenschaden macht. Dann rechts setzen wir den Riesen hin, würde ich sagen. Sehr gut, der ist noch vor unserer Musketierin und nimmt hier praktisch den Schaden auf sich. Dann setzen wir da gleich mal einen Ritter hinterher. Unser Bomber hat hier links auch sehr effektiv die Skelette zerstört. Und jetzt pushen wir hier auf der rechten Seite ganz, ganz stark mit einem Riesen. 2 Musketieren, wir kümmern uns gar nicht mehr. Links unten um die Skelette, das macht unser Turm hier ganz, ganz alleine. Und schon wieder haben wir 3 Kronen geholt. Wunderbärchen. Geht auch relativ einfach hier. Die ersten paar Spielchen hier. Dann öffnen wir und spielen gleich mal weiter. Damit wir die hier hinter uns kriegen. Restzeit, ihr seht es, 3 Minuten hat man insgesamt. Viel Glück wünscht uns hier der Ausbilder Klaus. Und wir machen das wieder mit unseren Karten. Das ist so eine relativ Standard-Taktik hier. Riese vorne weg und dann ranged Truppen hinterher, die praktisch eine größere Reichweite haben. Oh, und er macht uns hier gerade relativ viel Schaden. Der heizt uns hier ein auf der linken Lane, auf dem linken Weg. So, aber das soll uns nicht jucken. Wir pushen hier weiter auf der rechten Seite. So, ich möchte jetzt, glaube ich, mal den Feuerball einsetzen. Der ist auch dazu da, um gegnerische Truppen zu besiegen. Aber mit dem kann man auch relativ gut, wie ihr gesehen habt hier, die gegnerischen Türme angreifen und denen Schaden machen. Hat auch super funktioniert. Und jetzt dürfte unsere Holztruhe von vorhin fertig sein. Die öffnen wir gleich mal und die andere starten wir wieder. Wieder ein Ritter. Und ein paar Pfeile. Naja, wir können nichts verbessern. Dann geht's gleich mal weiter. Diesmal gegen den Ausbilder Temu. Jetzt haben wir gerade keinen Riesen auf der Starthand. Das ist nicht so super. Aber wir wissen, dass er als nächstes kommt. Dass er unsere nächste Karte ist. Heißt, wir setzen unsere Bogenschützen hinten. Und bis die dann praktisch hier vorne sind, können wir unseren Riesen setzen. Hier links kommt ein Bomber. Den werden wir mit unserem Ritter ausschalten und dann
hier den Bomber rechts noch hinterher setzen. Unser Ritter macht links sehr, sehr gute Arbeit. Der hat hier wunderbar verteidigt gegen alle verteidigenden, gegen alle angreifenden Truppen. Und wir holen uns hier rechts schon mal den ersten Turm. Prima, sagt hier der Ausbilder. Wir machen das also anscheinend ganz gut. Hier haben wir nochmal den Feuerball. Ihr seht auch, wenn die gegnerischen Türme weiß sind, dann heißt es, dass der Feuerball sie treffen wird. Und wieder 3 Kronen. Also bis jetzt ist es noch alles relativ einfach, da wir ja hier gegen NPCs kämpfen. Wir kämpfen uns jetzt hier einfach mal durch. 2 haben wir noch. Truhe wird geöffnet. Pfeile. Boah, ein Drachenbaby. Woo! Yes. Sehr, sehr cool. Wahnsinn. Ich habe selber natürlich schon vorher Clash Royale gespielt und habe auch einen eigenen Account, aber da habe ich noch keinen Drachen gezogen. Da bin ich zwar schon Level 5 oder Level 6, aber ich habe trotzdem immer noch keinen Drachen gezogen, was mich etwas ärgert. Und jetzt kriegen wir hier schon ein Drachenbaby. Wahnsinn, eine epische Karte sogar. Sehr, sehr cool. Den möchte ich natürlich gleich einsetzen. Wobei, wir warten jetzt noch auf die Truhe hier. Wir könnten sie natürlich auch beschleunigen mit Gems, aber lieber nicht. Wir sparen uns die Gems lieber auf. Sehr gut. Ja, war gut, dass wir gewartet haben. Jetzt können wir hier die Bogenschützen verbessern. Und die Musketierin verbessern wir auch. Das kostet 50 Gold für die Musketierin, da die ja eine seltene Einheit ist. Und fürs Drachenbaby würde es sogar noch mehr kosten. Diesmal gegen Ausbilder Tim. Und wir haben jetzt unser Drachenbaby. Wunderbar. Der Drachenbaby ist eine fliegende Einheit und der macht auch Splash Damage, also Schaden auf einer Fläche. Und der ist etwas schneller als unser Riese. Aber glücklicherweise wird er hier, wird trotzdem hier mein Riese angegriffen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier links nicht verlieren, weil da gerade relativ viele Truppen angreifen. Setzen wir hier noch einen Ritter. Ja, da war ein bisschen Verschwendung. Hätte es gar nicht sein müssen. Dafür haben wir rechts schon wieder unseren Turm geholt. Unser Drachenbaby macht hier relativ viel Schaden. Ihr seht, er speit immer so Feuerbälle hier auf den Gegner. Unser Riese macht hier noch ein bisschen Schaden. Und währenddessen greifen wir hier den linken Turm auch noch an. Jetzt überlege ich mir, was wir jetzt machen. Wir setzen hier hinten die Musketierin für die Skelette einen Bomber. Ah ja. Einen Riesen hier vorne hin zum Tanken. Ich hoffe, er wird angegriffen. Ja, sehr gut. Gerade noch rechtzeitig. Oh, und da war kurz das Internet weg. Ja, das dürfte es gewesen sein für den Gegner. Yes, unser Bomber macht hier wieder sehr, sehr viel Schaden. Wenn der hinter einem Riesen steht, ist das wirklich eine Top-Kombination. Wie ihr jetzt schon gesehen habt. Also das läuft wirklich sehr, sehr gut.